Hey, schön, dass du da bist. Im heutigen Video möchte ich dir den vielleicht wichtigsten Tipp für deine Nüchternheit geben, der mir vor allem am Anfang wirklich sehr geholfen hat und den ich auch heute immer noch ab und zu anwende. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem gerne einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal oder kommentiere unten, wie es dir gefallen hat und was du dazu sagst und ob du vielleicht diesen Tipp auch schon angewendet hast. Ich freue mich von dir zu lesen und jetzt viel Spaß. Ich habe mir nach meinem Urlaub vorgenommen, dass ich jetzt wieder morgens mit meiner Sporteinheit anfangen möchte. Diese Sporteinheit ist ein Sportprogramm von ungefähr einer Stunde, das eine Freundin und ich uns zu Schauspielschulzeiten zusammengestellt haben. Im Zuge meines Burnouts habe ich diese Sporteinheit wieder, ja, ich sag mal, vernachlässigt. Davor habe ich sie wirklich jeden Tag gemacht. Das habe ich mir also vorgenommen. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste mein Leben lang jeden Morgen diese Sporteinheit machen, hätte ich jetzt schon keinen Bock mehr darauf. Aber wenn ich mir sage, ich muss nur heute diese Sporteinheit machen, noch besser, ich möchte nur heute diese Sporteinheit machen, dann ist das schon mal machbar. Heute, ja, heute kann ich die Sporteinheit machen. Was morgen ist, das schaue ich dann morgen. Und morgen, ja, heute mache ich die Sporteinheit. Was morgen ist, ist egal. Aber heute mache ich die Sporteinheit. Und so weiter und so weiter. Und nach einem Jahr schaue ich dann zurück und sehe, dass ich tatsächlich jeden Tag diese Sporteinheit gemacht habe. Du ahnst wahrscheinlich schon, was es ist. Es ist der sehr bekannte Spruch nur für heute, der ursprünglich, ich glaube, von AA stammt. Wir haben den bei Al-Anon auch. Und ich muss sagen, das war eine Sache, die mir am Anfang sehr, sehr geholfen hat. Ob das jetzt mit der Nüchternheit zusammenhing oder auch mit anderen Problemen, die ich zu der damaligen Zeit hatte, dieser Spruch, dass ich nur für heute nüchtern bleiben muss, dass ich nur für heute dieses Problem angehen muss, dass ich nicht an morgen denken muss, das hat mir extrem geholfen. Und wenn du jetzt an dem Punkt bist, dass du sagst, du möchtest gerne mit dem Alkohol aufhören und du bist noch nicht so weit, dass du diesen Clickpoint hattest, diesen Punkt, wo du realisierst, Alkohol ist einfach ein Scheiß, Alkohol ist ein Gift, Alkohol tut mir nicht gut, egal ob auf körperlicher oder auf mentaler oder auf geistiger Ebene, ich möchte keinen Alkohol mehr trinken, nie wieder. An dem Punkt, wo ich jetzt zum Beispiel bin, wo ich sage, ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, noch irgendwann mal in meinem Leben Alkohol zu trinken. Wenn man an diesem Punkt noch nicht ist, weil man, ja, weil man einfach noch auf dem Weg ist, was vollkommen in Ordnung ist, dann glaube ich, kann das sehr helfen, dass man sich einfach sagt, ich muss nur für heute nicht trinken. Was morgen ist, das schauen wir dann. Aber nur für heute möchte ich nicht trinken und muss ich nicht trinken. Das ist machbar. 24 Stunden, das schafft jeder. Jeder schafft es, 24 Stunden nüchtern zu bleiben. Morgen kannst du ja vielleicht wieder trinken, aber heute trinkst du nicht. Und morgen trinkst du heute wieder nicht. Und morgen trinkst du heute wieder nicht. Und irgendwann, wenn du zurückschaust, hast du ein halbes Jahr geschafft, ein Jahr geschafft. Irgendwann fällt es dir wahrscheinlich gar nicht mehr auf, weil das so vollkommen normal für dich geworden ist, nicht zu trinken. Und dazu passend gibt es auch einen, wie ich finde, super guten Text aus einem Faltblatt von Al-Anon. Und diesen Text möchte ich dir jetzt vorlesen. Es gibt in jeder Woche zwei Tage, über die wir uns keine Sorgen machen sollten. Zwei Tage, die wir frei halten sollten von Angst und Bedrückung. Einer dieser zwei Tage ist gestern, mit all seinen Fehlern und Sorgen, geistigen und körperlichen Schmerzen. Das Gestern ist nicht mehr unter unserer Kontrolle. Alles Geld dieser Welt kann das Gestern nicht zurückbringen. Wir können keine einzige Tat, die wir getan haben, ungeschehen machen. Wir können nicht ein Wort zurücknehmen, das wir gesagt haben. Das Gestern ist vorbei. Der andere Tag, über den wir uns keine Sorgen machen sollten, ist das Morgen mit seinen möglichen Gefahren, Lasten, großen Versprechungen und weniger guten Leistungen. Auch das Morgen haben wir nicht unter unserer sofortigen Kontrolle. Morgen wird die Sonne aufgehen, entweder in ihrem vollen Glanz oder hinter einer Wolkenwand. Aber eins steht fest, sie wird aufgehen. Bis sie aufgeht, sollten wir uns nicht über morgen Sorgen machen,
weil morgen noch nicht geboren ist. Da bleibt nur ein Tag übrig. Heute. Jeder Mensch kann nur die Schlacht von einem Tag schlagen. Dass wir zusammenbrechen, geschieht nur, wenn du und ich die Last dieser zwei fürchterlichen Ewigkeiten, gestern und morgen, zusammenfügen. Es ist nicht die Erfahrung von heute, die die Menschen verrückt macht. Es ist die Reue und Verbitterung für etwas, was gestern geschehen ist. Oder die Furcht vor dem, was das Morgen wieder bringen wird. Heute ist das Morgen, worüber wir uns gestern Sorgen gemacht haben. Und damit wünsche ich dir gute 24 Stunden, die du im besten Fall nüchtern verbringst. Und wenn du mal wieder in einer Situation bist, wo du denkst, du würdest jetzt am liebsten Alkohol trinken, dann denk dran, nur für heute musst du nüchtern bleiben. Dann schaffst du es. Bleib klar im Kopf, deine Jana.